Okay, wir haben eine Aufgabe zum Kartenmenü hinzugefügt. Die Knochenhöhle. Der klingt natürlich nicht gerade einladend, aber wir probieren es natürlich. Wo ist denn dieser Auftrag? Die Knochenhöhle. Ich gehe mal hier kurz in den Hauptmissionen. Oder zu den Hauptmissionen. Wo ist denn jetzt die... Oder war das jetzt eine Nebenmission? Ah, such die Knochenhöhlen nach den vermissten Wenchan-Jäger ab. Ach, hier ist doch das Bild auch von der Seiler. Ja, habe ich jetzt nicht gesehen. Okay, Schwierigkeitsgrad, Mittel, Belohnung, XP und Bewohner. Sehr schön. Wir brauchen nämlich noch ein paar Bewohner. Ich glaube, wir brauchen 40 Stück, um irgendwas zu craften. Aber ich bin mir jetzt nicht mal ganz sicher. Okay, da werden wir uns auf jeden Fall mal auf den Weg machen. Wir werden das Ganze markieren. Schnell reisen können wir eventuell sogar. Jetzt muss ich hier kurz alle nochmal. Hätten wir hier einen Spot in der Nähe? Ach du Kacke. Wie es aussieht. Ah, doch, hier hätten wir sogar einen. Können wir hier nicht schnell reisen? Ah, nee, können wir nicht. Scheiße. Wie schauen denn unsere Schnellreisepunkte aus? Jetzt muss ich mal kurz hier schauen. Wo sind denn die? Scheinbar nur, wenn wir dieses grüne Vorspul-Icon hier haben. Das haben wir leider nur hier, aber das ist auf jeden Fall ein bisschen weiter. Da gehen wir auf jeden Fall hin. Jawohl, da wollen wir nämlich hingehen. Und dann schauen wir, ob wir vielleicht tatsächlich noch ein paar Wencher-Krieger finden werden, von denen wir noch ein bisschen lernen können. Wir haben nämlich hier oben, wollte ich hier auch nochmal kurz zeigen, bei Fähigkeiten, ne? Wir haben 4 Punkte, Freunde. Warum ist das an uns vorbeigegangen? Hier oben haben wir noch jemand. Hier, hier. Und hier. Also es sind noch insgesamt 5 Personen. Was haben wir denn hier? Eule Waffenabwurf. Deine Eule kann Stachelbomben, Tobsuchtsbomben und Feuerbomben abwerfen. Sturzflugangriff. Nee. Holzstücke, Steine, Zonensteine. Finde beim Sammeln mehr Holzstücke, Steine. Das ist cool, das nehme ich mal. Brauchen wir einen Punkt dafür. Hier bräuchten wir 2. Finde beim Häuten der meisten Tiere 2 Fleisch. Ja, fleischtechnisch geht es uns hier aber ganz gut. Das finde ich ganz... Oh, das kostet 3 Fähigkeitspunkte. Wieder Heilung. In der Hocke schneller laufen. Automatisch viel schneller. Ich bin dafür, wir machen das. Das kostet jetzt 3. Wir lernen das jetzt und wir nehmen noch das dazu. Finde beim Sammeln mehr Holzstücke, Steine, Schilf, Ton und Steinstaub. Sehr schön, das ist ganz genau mein Weg. Okay, so, jetzt können wir zurückgehen und jetzt können wir bequem in der Schnellreise mal nach vorne düsen. Ah, wir sind schon nach vorne gedüst, sehr schön. Okay, jetzt muss ich aber trotzdem, sorry, jetzt muss ich nochmal in die Map. Jetzt habe ich hier vergessen, meinen Waypoint zu setzen. Aber wir müssen natürlich wieder durchs Bärengebiet. Aber wir setzen uns trotzdem mal einen Waypoint hier hinten hin. Wie weit haben wir es denn? Ah, 1200 Meter circa. Mal schauen, ob wir das schnell gebacken bekommen irgendwie. Und uns ist aufgefallen, unser Dorf ist hier wirklich schon... Oh, unser Dorf ist hier wirklich schon enorm gewachsen. Und das mit diesen Klettern, ich verstehe das nicht. Da braucht man wahrscheinlich den anderen Handwerksmenü. Haben wir ein Handwerksmenü? Handwerksmenü. Ach, da fehlen uns wahrscheinlich die einzelnen Personen. Das ist wahrscheinlich dieses Ding hier. Kletterkralle. Okay, da müssen wir schauen, dass wir auf jeden Fall... Oh, bin ich jetzt erschrocken. Du kannst mich doch nicht jedes Mal... So kommt der so angeschlichen von hinten. Wenn ich jetzt hier runterhupf, dann kommt der wahrscheinlich nicht nach. Nein! Wo ist er denn jetzt? Er läuft natürlich ganz außen rum. Okay, jeden nach seine. Wir müssen aber noch dieses Tal überqueren. Hier ist eine Rotrunde. Und wir gehen einmal. Und schön ins Käpflein. Oh! Okay, das ist der Defekt. Oh, scheiße. Hier sind ja noch Gegner. Boah, die haben mich schon gesehen.
Oh, scheiße, wir wurden. Scheiße. Die werfen hier mit solchen Giftbomben rum, oder was das ist? Noch ein Kopfschuss, sehr schön. Der hat auch einen Punkt. Sehr schön! Und geh! Die holen wir uns. Los, Hundi, sehr schön! Ich hoffe, der Rote Hund greift uns jetzt nicht an. Das ist sein Glück. Hier oben sind noch gleich viel mehr, Freunde. Ach du Scheiße, die haben auch Wölfe. Ne, was ist? Das sind Hirsche. Freunde, wir müssen hier was machen. Kann ich soweit? Die schießen aber hier enorm. Ey, weg! Der beißt mich! Du mieser Drecksköter. Bestienkill. Hier wird es gleich wieder Geheule geben. Wo ist denn jetzt mein Hundi? Ah, hier hinten. Sehr schön gemacht. Wie sieht's von den HP aus? Oh, die geben mir lieber einen Happen Fleisch. So. Wohl bekommst, mein Freund. Au! Das gibt's ja nicht. Jetzt hat er schon wieder... Hat er jetzt einen weggekillt? Durchsucht den gefallenen Anführer. Wo ist denn der? Ah, hier. Ein, was haben wir gefunden? Wench-Ereignis abgeschlossen. Was haben wir jetzt gefunden? Irgendein Blatt? Ich habe es jetzt nicht lesen können. Das war jetzt ein bisschen schnell. Okay, wir sind aber auf jeden Fall ein bisschen weiter. Scheiße, wir hätten vielleicht schlafen sollen. Ich glaube, die Sonne geht schon wieder fast unter. Wir sind natürlich hier wieder total im Bärengebiet. Das ist natürlich richtig scheiße. Die Udam probieren hier den Bären zu racken. Ich glaube, sie werden es aber nicht schaffen, so wie es aussieht. Denn der Bär steht noch und die ganzen Wenchers sind gefallen. Jetzt wird es natürlich Nacht. Ach du Kacke, sind hier viele Gegner. Freunde, wir ziehen uns erstmal einen kurzen Happen zurück. Haben wir hier irgendwo einen Schlafplatz in der Nähe? Mal kurz auf die Map schauen. Wiederauferstehungspunkt Lager. Ruheplatz. Da können wir doch auf die Stelle hingehen. Das werden wir auch machen. Ah, und er liegt natürlich genau in dieser Richtung. Vielleicht kommen wir hier zufälligerweise. Scheiße, wir müssen uns ducken. Wir wurden schon entdeckt. Scheiße. Wir müssen hier. Hier ist der Bär. Ach du Kacke, Freunde. Ich hoffe, der Bär jagt uns jetzt nicht. Alles gut. Kommt los hier. Freunde, und in diesen Ballen hier oben habe ich ja noch nie was wirklich Gutes gefunden. Wir müssen uns hier schnell schlafen legen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Akzeptieren. Bis zur Morgendämmerung. Wir warten einfach bis zum nächsten Tag. Zwischen. Nein! Habt ihr es gesehen? Ich hoffe, mein Wolf steht jetzt da, wenn ich aufwach. Ja. Bist du verletzt? Oh ja, du bist echt ein bisschen verletzt. Ja. Gegen den Bär kommen wir noch nicht an, aber Freunde, das ist... Ich kann den Wolf einfach nicht eintauschen. Das liegt daran, wenn ihr schon mal euer erstes Auto hattet und müsst es hergeben und tauscht es gegen neues aus, dann habt ihr trotzdem so ein komisches Gefühl. Und ganz genau so geht es mir gerade mit dem Wolf. Es ist halt mein erster Wolf und ich mag ihn halt, obwohl ich keinen Namen für ihn habe. Wir müssen aber hier irgendwo ein bisschen um den Berg laufen. Die ganzen Wencher lassen, oder die ganzen Udam heißen sie ja. Die lassen wir hier erstmal Udam sein. Denn das ganze Land oder die ganze Map können wir nämlich nicht von denen befreien. Wir probieren es zwar. Aber es wird schon sehr, sehr schwer. Jetzt dürfen wir halt komplett um diesen ganzen verdammten Berg rumlaufen. Können wir den nicht irgendwie überqueren? Ja, das natürlich ist richtig kacke. Wie sieht es denn hier aus auf der Map?
Ach, Freunde, hier der ganze. Wir kommen ja nicht mal um den Berg rum. Wir müssen in die andere Richtung laufen. Ist natürlich Map-Ende. Hier ist wieder ein Rothund. Oh, hier sind eine ganze Menge Rothunde. Nein, du bleibst hier. Oh, die gehen hier jagen. Ein Kopfschuss, ich habe ihn nicht mal anvisiert. Drei. Ist das ein Gegner? Oh, das. Bist du ein Freund? Entschuldigung, ey. Es ist ja mal ein bisschen undeutlich gekennzeichnet. Wo ist denn jetzt mein Hundi? Oh, Scheiße! Hundi, komm her! Wir müssen ihm trotzdem helfen, Leute. Okay, wir helfen ihm nicht mehr. Der ist tot, der ist tot. Wir können nichts mehr für ihn tun. Wir können nichts mehr für ihn tun. Lauf! Hundi! Ich fahr. Schön hier bleiben. Schön hier bleiben. Schön zu mir kommen. Der Bär ist immer noch hinter uns. Immer hier bleiben. Nein, der geht hier auf meinen Hund! Nein, nein, wir brechen ab. Wir geben ihm schnell was zu essen. Also diese Bären sind hier enorm schnell. Also ich habe ja noch nie einen Bären... Ups. In der Wildbahn gesehen. Aber dass die so brutal schnell sind, das ist ja unglaublich. Fleischtechnisch sieht es, glaube ich, noch ganz gut aus. Oder? Wollen wir vielleicht mal einen kurzen Happen schauen? Wo sehen wir denn unser Fleisch? Auf Inventar. Und auf Beutetasche. Tierhaut. Wo sehen wir denn unser Fleisch hier über? Das sind alles Tierhaut. Was ist denn das? Seltene Haut. Spüre die Fährte des Tieres mit dem Jägerblick auf. Halte viel gedrückt. Dorfrohstein. Nahrung. Hier. 17 Fleisch haben wir. Das ist alles im Butter. Das Fleisch sieht hier ein bisschen aus wie eine Pflanze. Hier ist schon wieder der Bär. Ah, Freunde, wie ich die Bärengebiete hasse hier. Wo müssen wir denn? Wo sind wir überhaupt richtig? Tatsächlich. Ja, wir sind jetzt ein bisschen in die gegengesetzte Richtung gelaufen. Aber was soll denn noch alles im Butter sein? Okay, da kommt es schon angelaufen. Wir müssen. Arriba, arriba, arriba. Die pfeifen immer so ein bisschen. Erinnert mich so ein bisschen an die schnellste Maus von Mexiko. Scheiße. Wo ist er denn? Hier muss irgendwo Bär schon wieder sein. Wir laufen einfach. Wolfi, komm mit. Komm mit. Wir lassen uns nicht aufhalten. Hier oben kommt auch was. Scheiße. Nein! Uta! Uta! Okay, wir haben wieder einen neuen Dorfbewohner. Die können die auch hier nicht einfach mit einer durchs bärenverseuchte Gebiet laufen. Wolltest du noch reden? Ich verstehe leider kein Wort, was du sagst. Ich verstehe nur Wencha und was auch immer. Wow, der war awesome, der Schuss. Brave Sonne. Sowas brauche ich auch für zu Hause. Wenn ich immer ängstlich und weinerlich zu Hause in meiner Ecke sitze, da kann mir immer mein Wolf so ein bisschen Wärme und Geborgenheit geben. Nee, natürlich totaler Blödsinn. Hier unten sind schon wieder welche scheinbar. Holy shit, sind hier viele Gegner. Das ganze Land ist hier schon ver... Wollen. Kleine Drecksau. Heilt er sich selber auch ein bisschen?
Er heilt sich nicht. Gib mir ein Stückchen Fleisch. In der Not gehen wir einfach noch ein bisschen jagen. Wir müssen trotzdem ein bisschen auf unsere Minimap achten. Okay, Freunde, wir gehen einfach mal weiter. Ich hoffe, das ist nicht kein Bär. Wir müssen den Fluss überqueren. Ich hoffe, hier ist kein Krokodil drin. Also von hier aus sieht alles... Palette aus. Gibt ihr mir einen Tipp vielleicht? Sowas wie, hey, geh nicht rüber, da ist ein Krokodil drin. Schnell, Moped, schwimm! Komm! Ach, der kommt schon nach. Wir sind im Schweinegebiet, oh mein Gott. Die Schweine sind mir viel lieber. Ah, das sind Rothunde. Pauk, pauk. Rothundhäuten. Ach komm, mein Hund, die kommt nicht über die... Über den Fluss. Ach scheiße, wir sind in der falschen Richtung. Wer bist? Bist du ein Freund oder ein Feind? Guarpati, Palhuinja, Waidata. Nein, komm schon! Jetzt müssen wir wieder hier rüber. Was für einen Weg bin ich denn jetzt hier gelaufen? Wo sind wir denn hier gerade? Wir sind hier. Ich bin hier scheinbar über dem Fluss und jetzt muss ich wieder jetzt muss ich wieder auf den Fluss zurück. Hätte ich vielleicht vorher mal auf meine Map schauen sollen. Ich setze mich natürlich auch mal doppelt der Gefahr aus, aber hier haben wir ein bisschen Schilf. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Hat sich doch rentiert, hierher gekommen zu sein. Ich würde gerne meinen Bogen upgraden. Jetzt ist er endlich hier. Jetzt kommt er wahrscheinlich wieder hier nicht drüber. Da wurde ich doch gerade irgendwo angepinkt. Hier. Schön in den Lauf. Die Hitboxen sind ziemlich groß. Nochmal mein Hundi. Ah, da ist er schon wieder. Ah, ich glaube, sobald der einen bestimmten Radius hat, also sprich, dass wir nicht mehr in der Nähe sind, dann portet der sich, glaube ich, so ein bisschen. Auf jeden Fall vom System her sehr, sehr cool gemacht. Der nimmt den ersten und ich nehme den zweiten. Ich habe ihn nicht getroffen. Nicht ordentlich. Sehr schön gemacht, mein Doggy. Jetzt habe ich ihn geheilt. Ich wollte nur den Körper durchsuchen, aber das geht, glaube ich, immer nicht. Doch, das geht. Okay, meine Taschen sind voll. Hier ist der zweite. Das ist wahrscheinlich... Ah, ein Holzpfeil. Okay, wir müssen weiter. Wir sind ziemlich in... Oh, scheiße, bin ich jetzt erschrocken. Bist du bescheuert, du beschissene Ziege? Also, ich habe immer noch nicht rausgefunden... Ob die uns was tun, denn komischerweise hat uns noch keiner angegriffen, seitdem wir unseren Wolf dabei haben. Ich kann mich allerdings auch... Allerdings auch täuschen. Hier oben muss was sein. Okay, wir laufen nochmal. 390 Meter, Freunde. Jetzt ein bisschen vorsichtiger. Wir ducken mal. Oh, hier ist doch ein... Hier ist ein Dorf. Hier ist ein Dorf. Die greifen meine Venture Brothers an. Töte ihn, mein Doggy. Hier hinten ist auch noch was. Wo sind denn die? Wir stehen mittendrin, aber ich sehe keinen. Eins. Hier vorne muss doch einer sein. Der hat doch hier rausgeschossen. Wo ist denn der? Au! Wir müssen hier drüber. Wir müssen unbedingt helfen. Ich brauche mehr Bevölkerung. Geh hier hoch. Das sind doch Hündchen.
Ich verstehe es gerade nicht. Hier ist auf jeden Fall ein Member. Ich laufe mal schnell zu denen hin. Hier ist er. Ruhig Blut, mein Freund. Leute, hier... Ist das eine Höhle? Ich... Ist hier eine Höhle? Ich war direkt darauf gestanden und ich bin nicht reingekommen. Also, beziehungsweise habe ich die Gegner nicht gesehen. Also ich laufe genau hier um die zwei Gegner rum. Seid mir mal nicht böse, aber die müssen hier drin sein. Okay, wie dem auch sei, wir gehen auf jeden Fall weiter. Wir lassen uns nicht beirren. Haben wir das Dorf schon zufälligerweise entdeckt? Können wir es nicht entdecken? Ah, was war denn das? Ein Grünblatt. Sah die nicht noch anders aus? Was ist denn das hier? Ah, ein Rucksack. Hartholz. Sehr schön. Ah, ich lasse mich aufhalten hier vor so einem kleinen Stock. Wir müssen weiter, Freunde. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Okay, 290 Meter. Es sind überall Ziegen. Es ist immer wirklich sehr, sehr schwer. Man erkennt zwar, dass Gegner bzw. Tiere hier sind. Aber man weiß immer nicht, was. Schön von hinten. Oh, das sind mehr. Warte, wir müssen uns beeilen. Wir schicken gleich unseren Dude hier los. Kopfschuss. Die werden ja tatsächlich immer nur von zweier Teams beschützt. Also von den einer Team mit zwei Leuten, sagen wir so. Subrashka, mein Freund. Ja. Er hat wahrscheinlich Danke gesagt. Wir hätten hier unten noch eine Nebenmission. Neue Dorfbewohner, Dorfbevölkerung, 25 Freunde. Wie sieht es denn von den Pfeilen aus? Das Bäumchen hier unten immer auf die Stelle mit, wenn wir schon dran vorbeilaufen. Wir sind ganz in der Nähe. Scheinbar. Oh, was denn hier passiert? Ziemlich trocken hier alles. Kommt da mal ein Bär. Wollen wir nicht hin? Oder unten sind zwei Bären. Oder ist das ein Mammut? Ne, es sind tatsächlich zwei Bären. Ich glaube, wir sind hier wieder total im falschen Gebiet. Okay, wir müssen zur Scheiler. Ach komm. Die Knochenhöhle. Ich ahne, Bären kommen doch in Höhlen vor, oder? Okay, such die Knochenhöhle nach dem vermissten Wencher-Jäger nach Belohnung 500 XP. Es ist Mittel. Die Fußspuren des Jägers, wo denn? Ah, hier. Ja, komischerweise hören sie hier auf. Finde den Wencher-Jäger. Hör auf zu pinkeln. Ja, fein bist du. Wie nennen wir ihn denn? Wir nennen ihn Wolfi. Da habe ich jetzt was verpasst oder wie ist denn der weitergelaufen? Ist der weiter geflogen? Ich denke mal, wir müssen hier Hinweise finden, aber ich gehe mal schwer davon aus. Hier oben geht's weiter. Okay, überlebe in der Kälte. Ich habe mir schon gedacht, oh, das sieht sehr nach Schneegebiet aus. Das nördliche Ödland ist kalt und menschenfeindlich. Mit deiner aktuellen Kleidung würdest du in Kürze erfrieren. Um zu überleben, solltest du ein Lagerfeuer zum Aufwärmen entfachen und Rohstoffe suchen, mit denen du ein Handwerksmenü für bessere Kleidung herstellen kannst. Ich gehe jetzt hier mal kurz rein. Freunde, wir gehen echt mal hier kurz ein bisschen was anderes machen. Also, wir probieren mal eine andere Kleidung zu machen.
Ich habe gar nicht gesehen, dass wir überhaupt Kleidung herstellen können. Handwerk hier drüben. Kleidung. Ja, Freunde, wir können gar keine Kleidung herstellen. Im Handwerksmenü hieß es, oder? Vielleicht da unten zum Ubisoft-Club? Kleidung. Oh mein Gott, Doppelbogen, das ist awesome. Winterkleidung, hier haben wir es. Wer ist denn das da vorne? Ne, Moment mal, die Winterkleidung ist hier bei dem Dude. Wäre es vielleicht dann erst sinnvoll, diesen hier zu befreien? Diesen Rambo, John Rambo, Dude hier. Wo ist denn der? Ach du Scheiße, Leute. Sind hier viele Fragezeichen. Ich dachte, ich habe schon relativ viel mitgenommen. Ne, wir gehen alle. Ne, ich glaube, wir müssen den gerade befreien. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Gehen wir es riskieren? Wir gehen es natürlich riskieren. Ich denke mal, so schnell werden wir jetzt nicht erfrieren. Hoffe ich zumindest. Hier oben haben wir vielleicht sogar schon ein Dörfchen. Oder irgendwas in der Richtung. Ja, kommen wir hier hoch. Dantanbau entdeckt. Eine Fähigkeit. Ja, aber irgendwie sehe ich gar nichts, was wir hier entdeckt haben. Wir müssen uns beeilen. Uns ist wirklich kalt. Wohin müssen wir denn? Scheiße, wo ist mein Waypoint? Müssen wir in die Höhle? Unerforscht, Deichhand. Müssen wir da rein? Wir müssen hier hoch, scheinbar. Ach, hier ist doch unser Ziel, Freunde. Ich habe es gar nicht gesehen. Wo ist es jetzt hin? Manchmal ist es da, manchmal ist es weg. Hier oben müssen wir doch schon richtig sein. Nein, der ist in der Höhle drinnen. Wir müssen in die Höhle rein. Das sind Fußspuren. Die Knochenhülle. Hier ist sie doch. Können wir, wenn wir die Fackel anzünden, beziehungsweise die Keule, wird es uns dann wärmer?